Die Welt, in der wir heute leben, ist geprägt von ständigem Wandel und schnellem Fortschritt. Die Digitalisierung, der Klimawandel, der demografische Wandel. Wir stehen vor enormen Herausforderungen, die aber auch viele Chancen und Möglichkeiten eröffnen. Für uns Menschen bedeutet das, dass wir künftig lernen müssen, uns auf stetige Veränderungen einzustellen und mit ihnen umzugehen. Dafür brauchen wir Future Skills. Wir beim Stifterverband haben ein Future Skills Framework entwickelt, das diese Zukunftskompetenzen in 4 Kategorien beschreibt. Technologische Kompetenzen sind vor allem für die Gestaltung und effiziente Nutzung von Technologien wichtig. Sie sind zentral für technologischen Fortschritt und Innovation. Während sich vor allem Tech-Spezialisten technologische Kompetenzen aneignen müssen, betreffen die anderen Kompetenzbereiche uns alle. Digitale Schlüsselkompetenzen beschreiben Kompetenzen, durch die wir Menschen in der Lage sind, uns in einer digitalisierten Umwelt zurechtzufinden und aktiv an ihr teilzunehmen. Dazu zählen zum Beispiel ein sorgsamer Umgang mit unseren digitalen Daten, dass wir gängige Software nutzen oder mit Tools für die digitale Kollaboration umgehen können. Die klassischen Kompetenzen waren schon immer wichtig und legen auch künftig einen Grundbaustein sowohl für unseren persönlichen als auch für wirtschaftlichen Erfolg. Die transformativen Kompetenzen sind wichtig, um gesellschaftliche Herausforderungen sozialer, ökologischer oder demokratischer Natur bewältigen zu können. Sie befähigen uns Menschen, dass wir uns diesen Herausforderungen bewusst werden, visionäre Lösungen entwerfen und den Mut haben, andere von diesen zu überzeugen. All diesen Kompetenzen liegt das Verständnis zugrunde, dass wir uns eine innere Haltung von Offenheit und intrinsischer Motivation aneignen, die es uns ermöglicht, unsere persönliche und berufliche Entwicklung selbst zu steuern. Sich mit Zukunftskompetenzen auseinanderzusetzen, ist nicht allein die Aufgabe von Individuen. Auch Unternehmen, Hochschulen und Schulen müssen sie fördern. Denn sie sind essentiell für eine nachhaltige Zukunft von Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und der gesamten Gesellschaft.